Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Bundesregierung gibt es Überlegungen, mit deutlich mehr Tests auf das Coronavirus die Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Nach Einschätzung des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte reichen dafür allerdings weder die Laborkapazitäten noch das Personal. Bundeskanzlerin Merkel machte derweil klar, dass für eine Rückkehr zum Alltag die Infektionszahlen noch deutlich sinken müssten. Laut Johns Hopkins Universität sind in Deutschland 49.344 Infektionen bestätigt sowie 304 Todesfälle. Ein Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium sorgt für Aufsehen, erstellt in Eigenregie. Thema: Wie kann sich Deutschland optimal vorbereiten auf immer mehr Corona-Infektionen? Eine zentrale Forderung: Schrittweise soll es viel mehr Tests geben als bislang. Statt derzeit knapp 60.000 pro Tag 100.000 pro Tag bis Mitte April und sogar 200.000 pro Tag bis Ende April. Ziel: einen besseren Überblick über aktuelle Infektionen zu bekommen und so besser Prognosen erstellen zu können. Unterstützung für diese Forderung aus der SPD. Mittelfristig ist es ohne Probleme möglich, 200.000 Tests also pro Tag durchzuführen. Dafür müssen wir allerdings neue Geräte einsetzen, die auch vollautomatisch funktionieren. Aber in der Tat, das wird derzeit vorbereitet. Ich halte so eine Zahl für durchaus realistisch. In der aktuellen Krisensituation seien auch die Sicherheitskräfte besonders gefordert, so die Innenpolitiker. Daher Unterstützung für diese Idee, mehr Tests, mehr Klarheit für die aktuelle Lage. Es geht jetzt darum, die Hotspots in Deutschland zu erkennen und vor allen Dingen das Kontaktumfeld von Infizierten noch besser zu identifizieren. Deswegen glaube ich, dass wir deutlich mehr Tests machen können und müssen. Das Papier aus dem Innenministerium verweist ausdrücklich auf Südkorea, wo es innovative Lösungen gäbe. Dazu zählten auch Rachenabstriche, die von zu testenden Personen selbst durchgeführt werden. Allerdings, in Südkorea gibt es viel weniger Einschränkungen im öffentlichen Leben. Restaurantbesuche kein Problem. Jetzt wird die Forderung laut, dann könnte man doch auch in Deutschland die Maßnahmen lockern. Gesundheitsexperten warnen, das sei ein Spiel mit dem Feuer. Wenn die Pandemie aus der Kontrolle gerät, das kann ja passieren, wenn wir jetzt, sagen wir, zu früh lockern, dann kann es sein, dass Sie auf einen, den Sie beatmen können, Sie drei weitere haben, die beatmet werden müssten. Das sind unfassbar schwere Entscheidungen, die haben wir in Deutschland noch nie treffen müssen nach dem Zweiten Weltkrieg. Heißt konkret? Ärzte müssten im schlimmsten Fall entscheiden, welche Patienten sie retten können und welche nicht. Um diese Situation zu vermeiden, dürften Kontaktverbote keinesfalls zu früh aufgehoben werden, heißt es auch im Bundesrat. Ich finde, wir sollten nicht Signale aussenden und Hoffnung wecken, wo offensichtlich in Deutschland der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Erst die Grenzkontrollen, dann die Einreiseverbote für Saisonarbeiter und jetzt die Forderung nach mehr Corona-Tests. Hinter den Kulissen dürfte es inzwischen weniger harmonisch zugehen als bislang angenommen. Der Bundesinnenminister übt Druck aus auf seinen Kollegen Jens Spahn, den Gesundheitsminister, jetzt die Kapazitäten in den Testlaboren zu erhöhen. Die milliardenschwere staatliche Unterstützung für Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise kann fließen. Der Bundesrat billigte heute das Hilfspaket der Regierung ohne Gegenstimme. Geplant sind 50 Milliarden Euro an direkten Zuschüssen für Selbstständige und Kleinunternehmer. Für größere Firmen steht ein Stabilisierungsfonds von 600 Milliarden bereit. Mieter sollen besser geschützt und der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert werden. Bundespräsident Steinmeier unterzeichnete die Gesetze noch am Nachmittag. Der Walsumer Hof in Duisburg ist ein Fischrestaurant in der Nähe des Rheins. In diesen Zeiten ohne Gäste. In der Küche geht der Betrieb weiter, doch der Außerhausverkauf kann die massiven Einbrüche für Besitzer Matthias Langhoff nicht ansatzweise ausgleichen. Wo sonst Kegelgäste sitzen, liegen jetzt unbezahlte Rechnungen auf dem Tisch. Langhoff will die Soforthilfe beantragen, die nicht zurückgezahlt werden muss. Viele Fragen offen. Man weiß ja nicht, wie viel Geld man bekommt. Also ich weiß es im Moment noch nicht und kann man das überhaupt abdecken mit dem, was da uns, sag ich mal, zukommen sollte, was ja sehr nett ist. Aber wie lange hält das auch langfristig und wie lange geht das? 36.000 Anträge auf Soforthilfe in NRW in wenigen Stunden. Der Andrang ist bundesweit groß. Am Morgen im Bundesrat, zweite Sondersitzung in dieser Woche, im Blitztempo und einstimmig macht die Länderkammer den Weg frei für die Aufhebung der Schuldenbremse, einen Rekordnachtragshaushalt und Milliardenfonds zur Stützung der Wirtschaft. Die Länder müssen das Corona-Paket jetzt umsetzen.
Ich bin da optimistisch, weil Hilfe ist nur dann eine wirkliche Hilfe, wenn sie eine schnelle Hilfe ist. Und es sind viele Unternehmen, die Unterstützung brauchen. Bis Donnerstag seien Kreditanträge von insgesamt 7,4 Milliarden Euro eingegangen, berichtet die staatliche KfW-Bank. Allein der Tourismuskonzern TUI soll einen staatlichen Überbrückungskredit von 1,8 Milliarden Euro bekommen. Die Banken des Unternehmens müssen noch zustimmen. Kleinere Betriebe bangen um ihre Existenz. Die Bundesländer versprechen unbürokratische Lösungen. Ich glaube, es ist auch momentan wichtiger als ein Zeichen für die Betriebe, dass alles getan wird, um auch zügig umzusetzen, was ja in der Verwaltung in dem Tempo, wie wir es derzeit machen, eher ungewohnt ist. Aber da ziehen alle mit. Das könne noch besser werden, berichtet der Industrie- und Handelskammertag, so die Erfahrung der vergangenen Tage. Das muss jetzt unbürokratisch gehen und das muss mit weniger Forderungen nach Sicherheiten für die Kredite ablaufen. Diese Mittel würden dann nämlich fehlen, wenn die Unternehmen wieder in einer besseren Verfassung und wieder in einen Aufschwung investieren wollen. Die Politik verspricht Hilfe. Nicht nur Restaurantbesitzer Matthias Langhoff wird genau hinschauen, was daraus wird. Der britische Premierminister Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Vom Homeoffice aus leite er aber weiter den Kampf gegen die Pandemie. Auch Gesundheitsminister Hancock hat sich mit dem Erreger infiziert. In Großbritannien wurden laut Johns Hopkins Universität mittlerweile fast 15.000 Menschen positiv getestet. Mehr als 700 sind an der Lungenkrankheit gestorben. Beim Klatschen für den Gesundheitsdienst gestern Abend hielt Johnson den Sicherheitsabstand zu seinem Finanzminister bereits ein. Da war er schon infiziert, wie er heute per Test erfuhr und auf Twitter verkündete. Ich arbeite von zu Hause. Ich habe mich selbst isoliert, aber werde dank moderner Technologie weiter mit meinen Kollegen zusammenarbeiten und so den Kampf gegen das Virus weiter anführen. Fragt sich nur, mit wem und wie. Noch vorgestern nämlich saß er mit Gesundheitsminister Matt Hancock eng zusammen. Der verkündete dann heute Nachmittag, dass auch er positiv getestet sei. Zum Glück habe ich nur milde Symptome, bin also weiter in der Lage, von hier aus im Krisenstab mitzuarbeiten. Boris Johnson arbeitet seit heute von der Welt abgeschirmt in einer Wohnung im obersten Stock der Downing Street. Der wöchentliche Austausch mit der Queen geschieht seit gestern per Telefon, denn auch das Königshaus hat einen prominenten Fall. Am Mittwoch gab Prinz Charles bekannt, positiv getestet worden zu sein. Nachdem nun auch die beiden wichtigsten Köpfe des Krisenstabs, Boris Johnson und sein Gesundheitsminister, infiziert sind, werden hier erste Stimmen laut, die nach einer parteiübergreifenden nationalen Notstandsregierung rufen. Die Todesfälle steigen nämlich dramatisch heute um mehr als ein Drittel auf 759. Das ist der bislang stärkste Anstieg jetzt und dürfte darauf hindeuten, dass die Lage hier jetzt jederzeit eskalieren kann. Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie hat Papst Franziskus am Abend den feierlichsten Segen der katholischen Kirche Urbi et Orbi erteilt. Dieser wird sonst nur zu Weihnachten, an Ostern oder nach einer Papstwahl gesprochen. Auf den Stufen des Petersdoms betete der 83-Jährige für Hilfe in der Notlage sowie Trost für Kranke und Sterbende. Wegen der Ausgangsbeschränkungen fand die Andacht im Vatikan diesmal ohne Gläubige statt, die sonst zu Zehntausenden kommen. Mit der traurigen Gewissheit, dass in den vergangenen 24 Stunden in Italien fast 1000 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind, zieht Papst Franziskus auf den menschenleeren Petersplatz. Die Lage noch immer dramatisch, wenn auch die Zahl der Neuinfektionen stabil bleibt. Franziskus betet für mehr Menschlichkeit. Alle weltweit säßen im selben Boot, alle fühlten sich schwach und orientierungslos. In unserer Welt, die du, Herr, noch mehr liebst als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwerkranken Planeten gehört. Soziale Ungerechtigkeit, Franziskus Thema. Er prangert Egoismus an
Und deshalb sei es nicht verwunderlich, wem dieser politische Appell nach mehr Solidarität gelte, so Vatikanexperte Scaramuzzi. Er bleibt seiner Botschaft treu, dass auch in Zeiten der Corona-Krise die Schwächsten nicht vergessen werden dürfen. Ebenso die Kranken, die Alten, auch nicht Ärzte und Pflegepersonal oder die, die im Supermarkt arbeiten. Zum Abschluss der Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis, den es sonst nur Ostern und Weihnachten gibt. Außerordentlich in der Fastenzeit. Franziskus will in Zeiten der Corona-Pandemie die Sündenstrafe aller tilgen. Im Zuge der Corona-Krise verlängert Frankreich seine Ausgangssperre bis zum 15. April. Bisher war sie bis Ende März befristet. Das Ausgehverbot könne auch noch ein weiteres Mal ausgedehnt werden, sagte Premierminister Philippe. Die USA verzeichnen mittlerweile weltweit die meisten Corona-Infektionen, mehr als China. Besonders betroffen ist weiter der Bundesstaat New York. Laut Johns Hopkins Universität sind insgesamt 94.238 Menschen infiziert, 1.438 starben. Die Bundeswehr setzt in der Corona-Krise auf die Hilfe von Reservisten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat sie dazu aufgerufen, in Bundeswehrkrankenhäusern und bei der Bewältigung der Krise zu helfen. Zur personellen Unterstützung haben sich tausende Freiwillige gemeldet. Ärzte, Sanitäter, Apotheker und Pflegekräfte. Anstehen für den Einsatz, aber mit Abstand. Diese Reservisten sind einem Aufruf der Bundeswehr gefolgt, sich für den Einsatz in Bundeswehrkrankenhäusern zu melden. Sie alle haben medizinische Erfahrung, Kenntnisse, die in Corona-Zeiten dringend gebraucht werden. Und sie alle sind freiwillig hier. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe damals meinen Grundwehrdienst geleistet und dachte mir, wenn die Bundeswehr aufruft zum Helfen, dann folge ich diesem Aufruf. Von den bisher rund 4.000 Rückmeldungen kamen 1.300 in die engere Wahl. Etwa 500 Reservisten werden jetzt hier in Koblenz für den ersten Einsatz registriert. Der Andrang von Freiwilligen ist nach wie vor groß. Das Telefon steht nicht still. Und wir brauchen ja über eine Zeitachse nachher auch Personal, was wir eventuell noch nachschieben können, um die Häuser zu unterstützen. Zum Einsatz kommen nur Menschen, die nicht an anderer Stelle im Gesundheitswesen gebraucht werden und da fehlen würden. Die Gefahr, selbst zu erkranken, für die Freiwilligen kein Thema. Wir sind medizinisches Fachpersonal und da weiß man natürlich auch, mit solchen Dingen umzugehen. Wir sind dementsprechend geschult. Und sicherlich, das Risiko besteht immer, aber das besteht auch außerhalb dieser Pandemie. In den nächsten Tagen werden die Reservisten dann auf die Bundeswehrkrankenhäuser verteilt. Wie lange ihr Einsatz dauern wird, ist offen. Mehr zur Corona-Pandemie auch heute in einem ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. Hintergründe zur Diskussion über eine Ausweitung von Tests, über die verschiedenen Arten und mögliche Kapazitäten finden Sie auch auf tagesschau.de. Für Deutschlands Bauern gelten künftig strengere Regeln beim Düngen ihrer Felder. Das hat der Bundesrat heute nach langem Ringen beschlossen und damit hohe Strafzahlungen wegen Verstößen gegen EU-Vorgaben abgewendet. Geplant ist, dass Landwirte weniger düngen und damit weniger Nitrat in das Grundwasser gelangt. Kritik kam vom Deutschen Bauernverband. Bundesumweltministerin Schulze sprach von einem schwierigen Interessensausgleich und versprach den Landwirten staatliche Unterstützung. Am Ende ging die verschärfte und bis zuletzt umstrittene Düngeverordnung der Bundesregierung dann doch durch den Bundesrat. Nach vielen Telefonaten bis Freitagmorgen, so soll nach jahrelangem Versäumnis und einer Klage der EU die EU-Nitratrichtlinie eingehalten werden. Es stand aber auch viel auf dem Spiel. Nicht umsonst die Glaubwürdigkeit und hohe Strafzahlungen Deutschlands gegenüber der EU. Das haben wir abgewendet, auch im Interesse des Gewässerschutzes, aber auch im Interesse der Landwirtschaft. Damit weniger Nitrat ins Grundwasser gelangt, sollen Düngemittel in der Landwirtschaft gezielter und vor allem weniger eingesetzt werden durch strengere Vorschriften. Neue Regeln für schwer belastete Gebiete treten allerdings erst Anfang nächsten Jahres in Kraft. Diese sollen erst bis dahin neu ausgewiesen werden. Verlängerung wegen der Corona-Krise, Kritik kommt vom Bauernverband. Es werde die Landwirtschaft schwächen. Etliche Bundesländer haben sich enthalten, Bayern dagegen gestimmt. Wir haben immer gesagt, ein Ja zur Düngeverordnung. Wir haben immer sind immer dabei gestanden, haben gesagt, Grundwasser, ein sauberes Grundwasser aufrechtzuerhalten, gar kein Thema. Aber es muss eben auch der guten fachlichen Praxis entsprechen. Kein Kommentar heute von der Bundeslandwirtschaftsministerin, auch nicht schriftlich. Das Ministerium macht klar,
Es gebe Fördermittel vom Bund für die Bauern. Die Wasserwirtschaft hält die verschärfte Düngeverordnung für überfällig. Man habe über Jahre verseuchte Brunnen stilllegen müssen. Weitermachen wie bisher, das hätte Deutschland bis zu 860.000 Euro Strafzahlungen kosten können pro Tag. Die EU-Kommission begrüßt zwar die Abstimmung, sagt aber, sie werde die Beschlüsse genau analysieren und mahnt eine schnelle Umsetzung an. Und verweist bei der Gelegenheit darauf, dass es die EU-Nitratrichtlinie seit 1991 gibt. Die Rentenkommission der Bundesregierung hat heute ihre Empfehlungen für die Alterssicherung nach 2025 vorgelegt. Danach sollte das Rentenniveau zwischen 44% und 49% liegen. Die Rentenbeiträge sollen maximal 24% betragen. Und das Rentenalter soll unverändert bei 67 Jahren belassen werden. Außerdem plädieren die Experten dafür, dass die Riester-Rente vereinfacht wird und die Betriebsrenten für Geringverdiener steigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. März. Das Sonnenhoch zieht nach Russland, beschert uns morgen aber noch einen freundlichen und warmen Tag, bevor am Sonntag polare Kaltluft für einen Temperatursturz sorgt. Heute Nacht ist es meist klar oder nur leicht bewölkt, mancherorts bildet sich Nebel. Der löst sich morgen rasch auf und dann scheint verbreitet die Sonne, Wolken sind insgesamt selten. Im Nordwesten und Süden sind sie etwas häufiger zu finden und am ehesten am Alpenrand sind später einzelne Schauer möglich. Am Main heute Nacht bis 6 Grad, im südlichen Bergland zum Teil leichter Frost. An der Nordsee morgen um 10, im Rhein-Neckar-Raum fast 20 Grad. Am Sonntag windig und deutlich kälter, dazu fällt Regen, zum Teil bis in die Niederungen auch Schnee. Am Montag noch unbeständig und an den Alpen bei Dauerfrost zeitweise Schnee. Am Dienstag dann wieder verbreitet sonnig, aber es bleibt kalt. Kurz nach 22 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Problem Ausgangsbeschränkungen, wie eine Zunahme häuslicher Gewalt verhindert werden soll. Und schwierige Entscheidungen, die ethischen Konflikte der Corona-Ärzte.